Ja, gegrüßt seid ihr, ihr Reisenden durch Mittelerde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind aus der Festung raus. In der letzten Folge waren wir noch in der Festung. Ich bin jetzt offscreen einmal aus der Festung rausgelaufen. Hatte die Rune noch mitgenommen von dem Hauptmann, den wir in der letzten Folge erlegt haben. Und damit wir da jetzt nicht nochmal hin müssen und das einsammeln müssen. Und jetzt dachte ich mir, gehen wir hinten hin, holen uns den Schmiedeturm und schauen dann mal, dass wir so langsam in Richtung Weißer Grauk ziehen und uns vielleicht mal einer Herausforderung stellen, der wir bisher noch nicht gegenüberstanden. So. Bin gespannt. Ich hoffe, der Weiße Grauk ist wirklich so furchteinflößend, wie alle immer sagen. Bin gespannt. Bin gespannt. Erstmal gehen wir, wie gesagt, zum Schmiedeturm. Da müssen wir jetzt einmal hinlaufen. Und ja. Vielleicht. Wenn ich den Orks nur entkommen könnte, könnte ich über die Berge in die Freiheit gelangen. Das bezweifle ich. Diese Berge sind von Orks. Die verputzen dich zum Frühstück, das kannst du mir glauben. Befreien wir die doch mal, wenn die das schon sagen. So, sind ja nur die drei hier. Ne, dann können die abhauen. So. Danke. Ja, kein Thema. So, ich will dann hier die Steilwand hoch. Ja, wie gesagt, vielleicht finden wir noch irgendwo diesen Schatten-Karagor. Ich weiß immer noch nicht, wie er aussieht und wo wir ihn finden, aber so, vielleicht haben wir irgendwie Glück. Hä? Was war das? Das ist da hinten ein Rauch. Kämpf so wie es sich bewegt, sieht es so. Willst du denn? Beruhig dich mal, Junge. Wie das nach der Bewegung aussieht, scheint das ein Rauch zu sein da hinten. Aber wir klettern jetzt erstmal hier hoch, den Turm. So. Und kloppen hier einmal auf den Amboss. Plong! So, Errungenschaft freigeschaltet. Andenken an die Eregion. Eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. So, das scheint mir so der letzte Schmiedeturm gewesen zu sein in dem Spiel. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ganze Menge Artefakte hier auch wieder freigelegt. Okay. Hier hinten in der Höhle zum Beispiel. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich möchte direkt alles erkunden. Aber ich habe gesagt, wir machen zuerst die Story und ich möchte mein Versprechen halten. Das heißt, das werden wir tun. So. Naja, neue Aufträge verfügbar. Ich weiß. So, das scheint mir ein normaler Karagor zu sein, oder? Denn wir können ihn ja mal bearbeiten. Für den Fall, dass es vielleicht doch... Nee, war ein normaler. So. So, aber das Ethylin hier... Wenn ich schon hier bin, das können wir schon mitnehmen. Oder wie seht ihr das? So. Da. Aufsammeln. Hippie. Nani hier, Gelaia Mordor. Da fehlen uns, wie gesagt, auch nicht mehr so viele, ne? Fehlen uns nicht mehr so viele. So, interessant hier vom Bild her, ne? Das sind irgendwie Elben und Orks gemeinsam. In einer Reihe. Scheint quasi auch so zu sein, wie wir ja jetzt quasi auch Orks als Verbündete uns immer holen. Scheint was damit zu tun zu haben, irgendwie. Dass die Elben die Orks schon viel früher beherrschen konnten, als bist du ein Schattenkaragor? Das wäre ja famos. Ja, wenn du einen Lebensbalken hast, scheint mir das ja schon fast so zu sein. Ja, das war ein Schattenkaragor, okay. Töte eine Ghoul-Matrone. Ja, die haben wir schon mal gesehen, tatsächlich. Müssen wir nur... Ah, sehr schön. So, da müssen wir tatsächlich nur noch mal wahrscheinlich in so eine Höhle rein und, wo Ghule sind. Dann werden wir bestimmt auch eine Ghoul-Matrone finden. Wen verfolgst du denn, mein Freund? Hallo, guten Tag. Wie geht's? Na? Eins gegen eins. Ja? Okay. Wir sind frei! So. Machen wir weiter. Lassen uns nicht beirren. Haben wir auf jeden Fall einen Uruk auf unserer Seite. Wer weiß wie lange. Er wird wahrscheinlich irgendwann sterben, aber... Macht ja nichts. Derweil treffen wir Torvin und gehen auf die Jagd nach dem großen weißen Grauk. Auftrag mit starten. Torvin ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Okay, er sieht schon tatsächlich ein bisschen fieser aus als die normalen Grauks. Das, ja, ich bin gespannt. Los geht's.
Orwin! Achtung, Jungchen! Geh auf die Erd! Ja? Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Reittier! Vorsicht! Ich bin bereit fürs Mittagessen! Ja, ich sehe das schon. Erstmal gucken, dass ich ihn. Du musst ihn brechen! Ja, ich bin dabei. Ich hatte keine Möglichkeit, gerade auszuweichen. Lass dir Zeit, Jungchen. So, jetzt aber. Wenn wir Glück haben, stirbt dein Kraut an Altersschwäche. Ach, sei ruhig, Torwin. So. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Torwin tun? Ja, natürlich. Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, der Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Ah, er ist ein Genie. Eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torwin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Okay, ich bin gespannt. Auf geht's. Oh. Mein Cargo sind so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Thank you.
glaube, wir wissen alle, welche Worte auf dem Ring stehen. Okay. Der ist tatsächlich ein bisschen größer. Na dann. Der legendäre Grauk. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach was drauf. Regel Nummer 1. Egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. So. Ein Schädeltreffer wird ihn verwirren. Okay. Schießt er den angreifenden Grauk in den Kopf, um ihn zu verwirren, und weicht ihm dann aus. Ja. Ich, Boah, der macht aber übel Schaden. So, jetzt können wir aber dran. Okay. Bestimmt wieder Quicktime-Events, oder? Auf jeden Fall schon mal was in die Brust bekommen. Schleichen sollte ich vielleicht nicht. Sammle Kräuter, ja, ich bin. Ach du Schande, jetzt kommen ja noch Ghule. Was? Schieße die Ghule aus der Klaue des Grauks? Okay. Hat er einen in der... Nee, irgendwie nicht. Oh nee, nicht ihr mit eurem Gift. Ich brauch mal hier so ein... Was zum... Okay. Jetzt angreifen? Okay, dann halte ich ihn vor Fressen ab. Okay, das heißt, dann wird er wahrscheinlich, wenn er frisst, seine Gesundheit regenerieren. Ach, warum juckt meine Nase so? Furchtbar. Nein, 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 nein. Ich wollte doch hier schießen. So. Mal, lässt du das sein? War Nummer 1. Jetzt müssen wir noch 2 ihm aus der Hand schießen. Das Problem ist, wir sind gerade der einzige oder das einzige Fressen, was er sieht. Das ist ungünstig. Würde ich einfach behaupten. Kommen hier keine anderen Ghule mehr? Und, oh. Warum schießt er manchmal nicht? Oh, oh. Machen wir es mal so. Nächsten Angriff. Wieder in die Brust. So richtig interessiert ihn das aber nicht. Da müssen wir schnell weg. Okay, jetzt kommt wieder Ghule. Okay. Ich verstehe. Dann gucken wir, dass wir möglichst... Zwei. Muss ich erst wieder einen greifen, glaube ich, ne? Jetzt läuft er auf einen zu. Okay. Hat er einen? So, jetzt haben wir das. Okay. Oh. Tatsächlich einen gefressen. Wir müssen, glaube ich, mal schauen, dass wir die Ghule hier möglichst schnell platt machen. Weil sonst frisst er hier die alle weg und dann ist das nicht gut.
So, besiege den Lehrer in Grau, kamen wir jetzt wieder. Jetzt ist er wieder hinter ihr umzehr, ne? Ach ja. Jetzt vielleicht? Nee, jetzt. So, jetzt. Wieder drauf. Und mit dem Schwert in die Brust. Okay, wir haben ihn fast. Fast. Na, wieder Ghule hier. Start. Weg. So, erstmal neue Pfeile. Das ist schon mal wichtig. Oh Gott, wir sind wieder vergiftet. Ach du mit deinem komischen Gift. Leg mich nicht auf. So, er darf nicht fressen. Die Brüder sind da, gehen aber auch gut auf den drauf, ne? Nur irgendwie interessiert ihn das nicht so, dass die den vergiften, hab ich das Gefühl. So, wir können uns aber mal in der Zwischenzeit, wo er noch beschäftigt ist, ein bisschen darf er sich ruhig heilen, weil ich glaube, wir machen noch genug Schaden, dass wir ihn immer noch beim nächsten Mal erwischen. Ah, wir haben keine Elbengeschosse mehr. Verdammt! Das ist nicht gut. So, ich hoffe, es reicht, dass wir ihn jetzt gleich... Ah, wir haben keine Geschosse hier. Ohne Geschosse wird das ungünstig. So, jetzt komm heran. Sehr gut, er brüllt. So, ich wollte den Schuss natürlich auch aufladen. Jetzt bringe ich diese Jagd zu Ende. Okay, und Ende. Oh oh. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? So. Das haben wir. Wir können nicht zurück nach Gondor, Ioret. Dein Adliger vergisst nie eine Schuld. Es gibt noch andere Orte in Mittelerde. Vielleicht nach Rohan. Oder nach Norden. Eskaroth. Okay, das Gespräch wird einfach unterbrochen. Warum auch nicht? So, obwohl der Ladebildschirm noch nicht vorbei ist. Naja, gut. Haben wir auf jeden Fall den weißen Karagor besiegt. Sehr schön, sehr schön. So, der große weiße... Karagor. Der Grauk natürlich. Der große weiße Grauk. Errungenschaft für meinen Bruder. Okay. Ich hoffe, Torvin kann nach Hause zurückkehren. Jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Wahrscheinlich nicht. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und, jetzt haben wir hier eine ganze Menge Zeug zum Einsammeln, noch ein paar andere Aufträge und hier natürlich immer noch die Macht des Geistes. Schauen einfach mal, wie weit sind wir denn? War das, wo war das? Hier? Ja. Okay, es sind doch 4 Hauptaufträge, also wir sind schon relativ weit jetzt. Wir müssen noch 10 von den ausgeschlossenen Rettungsaufträgen machen.
und jeweils zwei von den Waffenlegenden-Geschichten. Wir haben noch zwei Jagdherausforderungen. Ja, 5 Ithildin und 10 Artefakte. Okay. Das ist doch eigentlich ganz übersichtlich, würde ich mal sagen. Wenn ich mir das so angucke, sehe ich schon, wo die ganzen Artefakte sind. Die können wir auch demnächst mal machen. Die ganzen anderen Aufträge haben wir auch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Müsste irgendwo noch einen 6. geben. Ah, werden wir bestimmt auch noch freigeschaltet bekommen. Gut. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, für diese Folge war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bei der Graukjagd dabei gewesen zu sein. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Darüber würde ich mich freuen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.